Die Rentenversicherungspflicht für Selbstständige. Kommt sie jetzt doch schneller als gedacht? Der Gesetzesentwurf zur Altersvorsorgepflicht für Selbstständige ist in Arbeit, heißt es aus dem Bundesarbeitsministerium. Es klingt wie eine Drohung, doch was schon ewig diskutiert wird, könnte bald wirklich zur Realität werden. Deswegen gibt es am Ende des Videos noch eine konkrete Handlungsempfehlung von mir für alle Selbstständigen. Also, unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Und da solches Versicherungswissen immer nur den Menschen schadet, die es nicht haben, klickst du jetzt am besten direkt noch auf den Abonnieren-Button, damit du solche wichtigen Informationen, vor allem als Selbstständige, in Zukunft nicht mehr verpasst. Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Dass viele Selbstständige zu wenig für die Altersvorsorge machen, ist hinlänglich bekannt. Je nach Quelle ist von bis zu 3 Millionen Selbstständigen die Rede, welche nicht ausreichend für das Alter abgesichert sind. Das ist schon eine krass hohe Zahl. Ein Grund hierfür ist, dass die meisten Selbstständigen aktuell keiner Verpflichtung unterliegen, für das Alter vorzusorgen. Das hat auch die Politik schon vor mehr als 10 Jahren erkannt. Wirklich passiert ist jedoch nichts. Der aktuelle Stand ist im Koalitionsvertrag aus 2021 festgehalten. Ich zitiere: Absicherung für Selbstständige. Wir entlasten Selbstständige dadurch, dass Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung oberhalb der Minijobgrenze nur noch strikt einkommensbezogen erhoben werden. Wir werden für alle neuen Selbstständigen, die keinem obligatorischen Alterssicherungssystem unterliegen, eine Pflicht zur Altersvorsorge mit Wahlfreiheit einführen. Selbstständige sind in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, sofern sie nicht im Rahmen eines einfachen und unbürokratischen Opt-outs ein privates Vorsorgeprodukt wählen. Dieses muss insolvenz- und pfändungssicher sein und zu einer Absicherung oberhalb des Grundsicherungsniveaus führen. Bei jeder Gründung gilt jeweils eine Karenzzeit von 2 Jahren. Die geförderte zusätzliche private Altersvorsorge steht allen Erwerbstätigen offen. An diesen Vorgaben hat sich bis jetzt nichts geändert. So soll die Pflicht weiterhin nur für neue Selbstständige gelten. Was das jetzt doch genau heißt, ist weiterhin unklar. Was jedoch von vielen Seiten, unter anderem vom stellvertretenden Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Achim Derks, gefordert wird, ist, dass es vor allen Dingen bei Existenzgründern eine großzügige Übergangszeit geben muss. So darf die Rentenversicherungspflicht in keinem Fall dazu führen, dass sich weniger Menschen selbstständig machen, weil sie die Kosten für diese Absicherung zu Beginn nicht tragen können oder erstmal nicht tragen wollen. Des Weiteren ist die Wahlfreiheit zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und einer privaten Alternative ein elementarer Punkt. So soll eine Rentenversicherungspflicht in der gesetzlichen Rente durch den Abschluss einer privaten Rentenversicherung umgangen werden können. Meiner Meinung nach kann dieses alternative Produkt nur die bzw. Basisrente sein, da diese jetzt schon das Äquivalent der gesetzlichen Rentenversicherung für Selbstständige ist. Mit diesem Produkt wird auch der Punkt insolvenz- und pfändungssicher aus dem Koalitionsvertrag erfüllt. Siehst du das auch so? Schreib mir deine Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Der wichtigste Punkt hierbei ist jedoch, dass die Rürup-Rente sehr ähnlich wie die gesetzliche Rente aufgebaut ist. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal doof, aber es macht natürlich keinen Sinn, wenn Selbstständige ein Altersvorsorgeprodukt abschließen können, welches sie schlussendlich nicht für die Altersvorsorge verwenden. Bei der Rürup-Rente ist dies klar geregelt. Das Geld kann zum Rentenbeginn nur als lebenslange Rente ausgezahlt werden. Eben wie auch bei der gesetzlichen Rente. Aus meiner persönlichen Sicht wäre zudem das Projekt ohne Wahlfreiheit ziemlich sicher zum Scheitern verurteilt, da Selbstständige die Beiträge wie in der Krankenversicherung zu 100% selbst zahlen müssen. Beim aktuellen Beitragssatz von 18,6% in der gesetzlichen Rentenversicherung wäre dies für viele Selbstständige eine sicher nahezu unüberwindbare Hürde. Zu guter Letzt wird noch gefordert, dass zwischen Beschluss und Einführung genügend Zeit ist, damit sich alle auf die neue Altersvorsorgepflicht einstellen können. Bezogen auf den bisherigen Verlauf der Rentenversicherungspflicht für Selbstständige sollte dieser Punkt wirklich am einfachsten umsetzbar sein. Mich würde an der Stelle interessieren, was du von der Altersvorsorgepflicht für Selbstständige hältst. Sind die genannten Punkte sinnvoll und valide oder würdest du es komplett anders machen? Schreib mir deine Meinung dazu unbedingt in die Kommentare. Schuldig bin ich dir jetzt noch meine konkrete Handlungsempfehlung für Selbstständige. Egal ob Pflicht oder nicht, feststeht, dass Selbstständige etwas für ihre Altersvorsorge tun müssen.
Eine Rürup-Rente ist sicher für viele Selbstständige sinnvoll, jedoch gibt es auch gute Alternativen, wie zum Beispiel eine vorgebundene private Rentenversicherung auf Basis von ETFs. Welches Produkt in deiner individuellen Situation am meisten Sinn macht, findest du am einfachsten in einer kompetenten Beratung heraus. Fahrlässig wäre es auf alle Fälle, jetzt nichts zu tun und abzuwarten, was die Politik entscheidet. Falls du also bei deiner privaten Altersvorsorge noch Luft nach oben hast, kannst du dir gerne einen Termin zu unserer kostenlosen, unverbindlichen 5-Sterne-Online-Beratung buchen. Den Link dazu findest du wie immer unter dem Video. Und falls du dich jetzt noch genauer über die Rürup-Rente bzw. Basisrente informieren möchtest, solltest du das jetzt hier verlinkte Video unbedingt auch noch anschauen.